Summ, summ, Bienchen, summ, herum. Heute am 20. Mai ist Welttag der Biene. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir mal einen Tiroler Imker, ein bisschen andere Bienenfragen. Jetzt der große Weltbienentag-Wordrap mit dem Imker Ferdi Schott aus Telfs. Darum bin ich Imker geworden. Ja, mein damaliger Küchenchef hat Bienen gehabt und da bin ich dann mitgegangen und das hat mich so fasziniert. Da habe ich dann zwei Bienenvölker gekriegt und das Schritt für Schritt aufgebaut. Nutella oder Honigbrot? Beides. Ich muss das wirklich zugeben. Die perfekte Kombi ist dann Honig-Nutella. Gibt's auch. So viele Bienenstiche gibt's? Im Jahr habe ich es mal ausgerechnet, seien so um die 500 Stiche. Aber bei über 20 Millionen Bienen ist das eigentlich relativ wenig. Die Lieblingsfigur aus der Biene Maya? Muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt nie geschaut. Ich bin gleich schon zu den richtigen Bienen gekommen. Und wer ist die schärfste Biene? Auf jeden Fall meine Freundin, die Ramona. Die hat zwar nur zwei Beine, aber das ist die schärfste Biene. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Schlaue Biene Maya, Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Live Radio.